Ich lese Stiftung Warentest, Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet und im Kapitel Augen bin ich angekommen bei Entzündungen am Auge nach Behandlung von Operationen, Verletzungen der Hornhaut und es geht um die bewerteten Medikamente und Wirkstoffe, den Wirkstoffen nach in alphabetischer Reihenfolge und der Wirkstoff heißt Dexpanthenol. Unkonserviert ist der grün bewertet, geeignet zur Unterstützung der Behandlung von Verletzungen der Hornhaut. Und konserviert steht hier hellgrün, auch geeignet zur Unterstützung der Behandlung von Verletzungen der Hornhaut. Konservierungsmittelfreie Produkte sind vorzuziehen. Ich lese vor. Dexpanthenol in Klammern Augengel, Augensalbe, Augentropfen, Klammer zu. Der Wirkstoff ist eine der Vorstufen von Pantothensäure, die zu den Vitaminen des B-Komplexes gehört und für gewisse Körperfunktionen notwendig ist. Dexpanthenol soll unter anderem die Neubildung von Zellen der Hornhaut fördern. Dexpanthenol in Klammern unkonserviert, die Bewertung grün, geeignet zur Unterstützung der Behandlung von Verletzungen der Hornhaut. Dexpanthenol in Klammern konserviert, die Bewertung hellgrün. Auch geeignet zur Unterstützung der Behandlung von Verletzungen der Hornhaut. Konservierungsmittelfreie Produkte sind vorzuziehen. Für die Unterstützung der Behandlung von Hornhautverletzungen, zum Beispiel nach einer Augenoperation, kann eine Augensalbe mit Dexpanthenol eingesetzt werden. Wichtig zu wissen: Vereinzelt treten Unverträglichkeitsreaktionen wie Brennen und Jucken der Augen nach Anwendung der Mittel auf. So, das war der erläuternde Text dazu. Es geht weiter mit fettartige Substanzen in Klammern Augensalbe. Und das ist weißes Vaselin, dünnflüssiges Paraffin und Wollwachs. Alkohol, ach du Scheiße. Und Wollwachsalkohole. Unkonserviert. Und die sind grün bewertet, geeignet zur Unterstützung der Behandlung von Verletzungen der Hornhaut. Da hatte ich ganz am Anfang Probleme mit, das vorzulesen.